Ich bin auch ein Rap-Fan, weißt du, ich meine, deswegen kann es nie richtig durch sein, weil ich sowas immer noch feier. Nur weil ich es nicht mache, heißt es nicht, dass ich nicht feier. Die Tour steht an, genau, am 8. September kommt das Album und am 8. Oktober, glaube ich, startet die Tour. Kommt vielleicht auch paar Rap-Kollegen irgendwo rum? Es kommen Rap-Kollegen, es kommen Musiker, es kommen Elefanten, Tiger, Tänzerinnen. Leute, was geht ab? Ihr habt 98.8 Kiss FM an mit Mille. Heute mit Bowser am Start. Was geht? Hallöchen, wie geht's dir? Mir geht's fantastisch. Wie geht's dir? Auch gut. Ich sag dir ehrlich, hier habe ich Feierabend. Ja. Und ich bin so ein kompletter Nachtmensch. Ich war viel zu lange wach heute Nacht. Ich werde erstmal nappen danach. Ja, was hast du denn gemacht heute Nacht? Oder willst du nicht verraten? Nee, tatsächlich bin ich so ein Mensch. Ich mache nicht so krank viel so wichtigen Stuff. Ich vertue mich dann bei TikTok und keine Ahnung wo. Ja, und ich liebe das halt. Kennen wir. Was geht denn bei dir heute? Bei mir fängt der Tag heute an erst. Ich bin jetzt heute mit dir hier am Interviewen und danach fängt eine Session an mit Mix und MacLeod hier im Studio. Okay, das bedeutet, dann macht ihr wahrscheinlich sehr lang, wa? Ja, mal gucken, wie es läuft. Bei den Herrschaften weiß man nie so genau. Stark. Hau mal raus, du kommst ja nicht bei uns hier aus der Mutterstadt. Du bist ja gerade nur für ein paar Tage hier. Yeah. Was ist denn aber so ein absolutes Go-To von dir, wenn du hier bist in Berlin? Was machst du dann auf jeden Fall immer? Ich bin immer hier im Two-Sides-Studio. Das ist immer mein Place to be hier in Berlin, ob ich will oder nicht. Ansonsten gehe ich sehr gern essen. Hier nebenan ist Lamuri zum Beispiel, kann ich euch sehr empfehlen, wer auf italienische Küche steht. Ab und zu mal eine Techno-Party rutscht mir noch durch, aber sonst mache ich nicht viel hier. Oha, wo gehst du da hin? Was ist so ein Spot, wo die Leute dich abgreifen können? Ich war letztens im Watergate zum Beispiel. Okay, wild. Das war ziemlich cool. Wild. Welche Leute siehst du immer, wenn du hier bist? Du hast eben schon gesagt, Mix und MacLeod. Sind da noch Mix paar? Mix und MacLeod, Jumper sehe ich sehr oft, Sonus, meine ganzen Produzentenfreunde hier. Die Leute im Büro natürlich sehe ich immer wieder gerne, unseren Studiomanager Jeff und so ein paar Nasen aus Berlin halt. Nice. Ey, wir sind heute hier, weil du haust ein neues Album raus. Ja. Yeah. Darüber müssen wir sprechen. Ich würde gerne mal von dir wissen, ich finde immer, so ein Album von jedem Künstler ist irgendwie immer wie so eine kleine Reise, finde ich, wenn man das anhört. Was würdest du sagen, was war das für eine Reise zu diesem Album? Oh, das war eine sehr abwechslungsreiche Reise, sage ich mal. Und so abwechslungsreich ist das Album dann tatsächlich auch geworden. Oh Mann. Man kann, glaube ich, raushören, dass viel passiert ist in der letzten Zeit, dass viel angesprochen wird, viel verarbeitet wird, sowohl inhaltlich als auch musikalisch. Heißt, der Letzte macht das Licht aus. Warum genau muss das so heißen? Das ist eine berechtigte Frage. Ja, das Album thematisiert sehr viel die ganze dunkle Seite des Business, sage ich mal, was alles so dazu gehört, mit den ganzen Eskapaden, die hier manchmal so stattfinden und den Kontrollverlust, den man dadurch bekommen kann. Und der Letzte macht das Licht aus, war immer so ein Ding, weißt du, es ist einfach der Erste, der kommt, der Letzte, der geht, so auf den. Und es geht auf diesem Album sehr viel um diese Themen. Würdest du von dir sagen, du bist grundsätzlich einer eher von den Banausen, der auch das Licht ausmacht, so zum Schluss? Ich bin der das Licht ausmacht. Ja. Oh, Alter, das heißt, wenn du irgendwo auf einer Party bist, bist du auch ganz zum Schluss noch da. Ja, inzwischen nicht mehr. Das ist ja so ein bisschen Thema. Ne? Ich versuche ja gerade ich versuche erwachsen zu werden tatsächlich. Und das ist nicht leicht, das gestaltet sich schwierig, aber ich bin auf einem ganz guten Weg. Aber ich war eine Zeit lang, und da kannst du jeden fragen, ich war auf jeden Fall der das Licht ausmacht. Wild. Mein Freund ist auch so jemand. Wir gehen immer als Letztes und du kennst so, obwohl kennst du dann wahrscheinlich nicht, aber irgendwann ist immer so die letzte Stunde, der Vibe ist eigentlich schon voll raus und alle sind schon weg und ich sitze dann immer da und denke mir, was machen wir hier und wir gehen aber einfach nicht. Ja. Du hast als ersten Track auf deinem Album Tut mir nicht leid. Ja. Warum musste das der erste Track sein? Ja, weil so die Reise beginnt. Du hast ja eben schon richtig gesagt, das Album, so Alben sind meistens eine Reise und es fängt genau da an dem Punkt, wo man dann sich befindet, wenn man da so reingerutscht ist. Ne? Und so fängt die Reise an von dieser Platte. Du hast da Sätze drauf auf dem Track. Sowas wie, ich möchte die Gelegenheit nutzen, um zu sagen, es tut mir halt nicht leid. Ich finde ganz ehrlich, das ist eine Einstellung, die könnten wir uns irgendwie alle manchmal so ein bisschen mehr hinter die Löffel schreiben, weil einem muss nicht immer alles leid tun. Weißt du, man kann auch einfach mal sagen so, ey, nee, ich bin voll fein damit, dass es mir nicht leid tut, war alles gut so. Ja, es ist ein sehr schmaler Grad. Und manchmal ist es ja auch so, es tut einem im ersten Moment nicht leid und dann nachher doch. Mhm. Weil man irgendwie reflektiert und merkt, es war vielleicht doch nicht alles so cool. Deswegen muss man sehr aufpassen damit.
Aber was war denn für dich so ein Moment, wo du dich so voll bestätigt gefühlt hast, wo du dir gedacht hast, so, hey, ich habe das so und so gemacht und ganz ehrlich, tut mir auch nicht leid? Grundsätzlich kann ich sagen, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, auf viele Leute, die mir davon abgeraten haben, eine Musikkarriere zu starten, nicht auf die zu hören. Das war ganz gut. Ich würde gerade sagen, das hast du, glaube ich, richtig gemacht, wa? Ja. Du hast auch Willkommen im Schnee auf deinem Album drauf. Muss ich sagen, ist tatsächlich einer meiner Favorites vom Album. Ja. Ich würde es schon anhören, ja, ich mag ihn sehr. Wenn du jetzt Mucke machst, bist du dann auch jemand, der irgendwie tagelang dann durchzieht? Oder bist du so jemand, der Step by Step, peu à peu immer wieder was macht? Inzwischen nehme ich mir mehr Zeit. Früher war ich schon sehr fokussiert und bin dann auch tagelang nicht aus dem Studio gekommen. Ich glaube, mit der Zeit wird das alles ein bisschen entspannter. Wenn man schon so viel released hat wie ich, dann kann man sich auch erlauben, ein bisschen gemächlicher zu machen mit der Zeit. Aber generell würde ich schon sagen, ja, ich bin eigentlich immer sehr stramm unterwegs. Wie war denn das bei diesem Album? Wie lange warst du da jetzt dran? Da war ich so lange dran wie noch nie, tatsächlich. Das waren jetzt über 2 Jahre, bis das Ding wirklich komplett fertig war und abgegeben war. Ja, ist einfach viel passiert. Magst du erzählen, warum das bei dem Album so lange gedauert hat? In erster Linie ist es schwer, sein eigenes Rad immer wieder neu zu erfinden generell. Wenn man keinen Bock hat, das immer das Gleiche zu machen, wie, ich meine, machen auch viele, seid ihr noch gegönnt, alles schön und gut. Aber ich bin nicht der Typ dafür, der irgendwie Album für Album genau die gleiche Scheiße nochmal macht, Copy-Paste. Deswegen war für mich die Herausforderung, irgendwie erstmal wieder eine neue Kreativität zu finden, Inspiration zu finden, Themen zu finden. Das war schwieriger als gedacht. Und dann auch diese ganzen verschiedenen Einflüsse, die ich so in meine Musik einbaue, auch zu einem Gesamtding zu verarbeiten am Ende. Safe. Du hast auch einen Track mit Bozza drauf. Ja. Ehrenmann. Ja. Ich würde grundsätzlich mal gerne wissen, was macht denn die Zusammenarbeit mit Bozza aus? Boah, einer der besten Schreiber für mich in Deutschland. Also er schreibt wirklich unfassbar viel in unfassbar kurzer Zeit. Der Track, den ihr zusammen gemacht habt, heißt Ehrenmann. Ja. Willst du mir mal einmal erzählen, weil Ehrenmann und Ehrenfrau ist ja irgendwie seit ein paar Jahren auch so voll das Modewort geworden. So jeder ist irgendwie ein Ehrenmann. Was ist denn ein Ehrenmann für dich? Ja, das ist sehr dehnbar. Ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, dass dieser Song einfach nicht komplett ernst gemeint ist und dass er sogar ein bisschen ironisch gemeint ist. Ne? Gesegnet sein, die es verstehen. Das lassen wir einfach mal so stehen. Leute, wenn ihr das gerade hört, ne, direkt mal einfach mal reinhören und direkt mal ein bisschen hinter die Zeilen blicken. Du hast Flashbacks auf deinem Album mit drauf. Mhm. Mit Mixu und MacLeod, die Boys, die auch gerade mit hier sind. Exakt. Was macht die Zusammenarbeit mit denen aus? Bei uns ist es sehr krass, dass wir uns auf einer menschlichen Ebene auch sehr gut verstehen, was die Zusammenarbeit natürlich schon mal viel leichter macht. Und dann der gegenseitige Respekt. Dieses Duo, was die beide machen, so Mixu ist für mich einer der besten Produzenten der Welt. Und MacLeod bringt noch seinen Flavor da rein mit seinen Toplines, mit seinem Writing auch. Immer wenn ich mit denen ins Studio gehe, ist immer irgendwie was Besonderes. Hast du einen Moment mit den beiden, der dir so voll im Kopf geblieben ist über die Jahre irgendwie? Ja, wir waren in Stuttgart und haben Madonna gemacht mit Apache zusammen. Wir haben diesen Song tatsächlich in einer einzigen Nacht, in irgendwie einer 14-Stunden-Schicht komplett von Scratch gemacht. Oha. Haben wir uns danach alles so angeguckt und waren sehr überrascht von uns selbst, dass wir das überhaupt hingekriegt haben. Ich lieb's, dass du Liz mit drauf hast auf deinem Album. Liz, Shoutout Liz. Weil ich finde, Liz ist auch eine von den Mädels bei uns im Deutschrap-Game, die halt auch so richtig diesen roughen, harten Style haben. Finde ich super cool. Ich bekomme aber irgendwie immer noch sehr viel mit, weil natürlich beschäftige ich mich viel mit Deutschrap so, dass viele Männer da immer noch gar nicht so krass mit klarkommen, wenn eine Frau so auf die Fresse ist. Ich glaube, da hat sich schon viel verändert in den letzten Jahren, Gott sei Dank, aber ja, mein Gott, das ist am Ende immer Geschmackssache. Safe. Und was man bei Liz halt auch dazu sagen muss, ist, dass sie noch viel, viel mehr kann als nur diese harten Straßenrap-Sachen. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Flashbacks geht ja auch so ein bisschen darum, worüber wir gerade schon gesprochen haben, so Nachtmensch sein, irgendwie so, ne? Auch, ja, auch. Ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn man zum Beispiel nachts auch irgendwie lange wach ist und so, dass man manchmal so Kopfkino kriegt. Du weißt bestimmt, wovon ich rede. Mhm. Was machst denn du, wenn du dich aus so Flashbacks, so Kopfkino irgendwie wieder rausholen willst? Das ist ja immer irgendwie super tricky. Laufen. Ja? Ja.
Das heißt, du gehst spazieren, gehst rund um den Block oder? Ja, je nachdem, wie intensiv das Kopfkino ist und wie dringend das weg muss, desto schneller läuft man. Hattest du in den letzten Jahren viel Kopfkino? Weil man merkt schon auf deinem Album, dass du auch viel verarbeitest, dass du viel nachgedacht hast. Sehr, sehr viel, sehr, sehr viel. Das war auch ein Grund, warum das so lange gedauert hat. Ne? Weil auf der einen Seite kann man aus Erfahrungen was ziehen, auf der anderen Seite können sie ihn auch blockieren, den Kopf komplett zumachen und dann ist nichts mehr mit Kreativität. Und das war ein langer Kampf, das von der einen Baustelle auf die andere zu bringen. Was war da dein absolutes Go-To, wenn du dich da irgendwie wieder rauskriegen musstest aus so Phasen, wo nichts Kreatives ging? Oh, einfach kämpfen. Also da ist es wirklich so, und das kann sehr frustrierend sein, ins Studio gehen, sich hinsetzen, uns weiter versuchen, an sich selber zweifeln, wieder nach Hause gehen und am nächsten Tag das Gleiche von vorne. Aber ohne Witz, es ist super sympathisch, dass du das sagst, weil du bist ja schon wirklich ein großer Künstler im Deutschrap-Game. Und ich glaube, viele Newbies, die so zugucken, zuhören, die denken immer, dass ihr gar nicht mehr mit solchen Sachen struggelt, weißt du? Ja, das ist bei jedem unterschiedlich. Also es gibt natürlich auch viele, die sich da Hilfe holen, was auch überhaupt nicht verwerflich ist, was vollkommen okay ist. Safe, also sich Hilfe von außen zu holen. Also ich meine Hilfe im Sinne von Schreiber, die dann Songs für einen schreiben, weil man selber keine Ideen mehr hat. Ich kann das leider nicht. Das hat für mich noch nie funktioniert. Was bedeutet, ich bin selber dann gefickt und muss mich immer noch selber drum kümmern, aber ich mache das dann irgendwie gerne. Ich muss dann auch manchmal da durch, also auch für mich selbst. Du hast auf deinem Album, auf dem Track Genauso, hast du Zeilen drauf wie, ey, vielleicht brauche ich eine Neustadt, muss einfach mal raus aus Deutschland. Wäre das wirklich ein Ding, was du dir vorstellen könntest irgendwann mal? Nicht für immer, ne. So sehr man Deutschland auch manchmal verflucht, es hat natürlich auch immer seine Vorteile, hier leben zu dürfen und deswegen... So wie es einen abfuckt, vermisst man es, glaube ich, auch, wenn man dann wirklich länger weg ist. Oder weiß ich auch, dass man es dann vermisst irgendwann. Deswegen, ich glaube, die perfekte Lösung ist einfach irgendwo so ein Domizil zu haben für den Sommer oder besser gesagt für den Winter und sich das dann irgendwie aufzuteilen. Mal hier, mal da. Das bedeutet, was wäre so ein Land, wo du dir das vorstellen könntest? Italien, Griechenland, irgendwas, was nicht zu weit weg ist auch. Ne? Ja, oder dann ganz weit weg, dann Japan oder so. Du hast auf deinem Album einen Track, den du einfach komplett deiner City widmest. Ja. BTK, mal Jungs, Alter. Jetzt mal for real, was ist denn los bei euch, dass ihr so viel irgendwie kreative Rap-Kunst in BTK habt? Das ist krass. Ja, wir sind gut drauf. Was ist da los? Wir sind gut drauf. Wir haben Bock, wir sind heiß, wir sind engagiert, motiviert und pünktlich. Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal da wegzuziehen? Nee. Nee, ich will da gar nicht weg. Warum soll ich da weg wollen? Das ist schön. Ja, also da bist du alt auf jeden Fall. Im besten Fall. Für die Leute, die nicht aus Bietigheim kommen, wo hat man denn da mal die Chance, dich vielleicht mal irgendwo zu sehen, dich mal irgendwo abzugreifen? Oh, ich bin dauernd unterwegs. Ich bin in Kreuz und Quer in der ganzen Stadt unterwegs. Also wer nach Bietigheim kommt, der hat sogar sehr gute Chancen, mich irgendwo anzutreffen. Geil, ich lieb's. Lass uns nochmal drüber sprechen. Du hast auf deinem Album sehr viel melodische Sachen. Und auch Beats, die man so im ersten Sinne vielleicht gar nicht richtig mit Rap, Deutschrap auch vielleicht in Verbindung bringen würde. Ja, sehe ich auch so. Und das ist ja irgendwie gerade so ein Vibe, der im Deutschrap aber immer mehr ankommt. Ja, voll. Also ich denke, so Leute wie Rin und ich haben auch viel dazu beigetragen, dass sich das nochmal geöffnet hat. Und jetzt geht es halt einfach einen Schritt weiter. Also das ist einfach so ein künstlerischer Prozess, wo man sagt, okay, wir haben jetzt die letzten 5 Jahre alle die gleichen Beats gemacht und alle die gleichen Songs gemacht und jetzt muss es doch irgendwann mal weitergehen, so weißt du schon. Mhm. Und das war mir auch das war mir extrem wichtig, auf diesem Album auch zu zeigen, so dass das Leben nicht nur Deutschrap ist. Safe. Jetzt mal frech gefragt, glaubst du, die Zeiten von so richtig krass hartem Rap, Punchline, 6-Minuten-Tracks und so, glaubst du das durch? Es wird immer Rap-Fans geben. Und ich bin auch ein Rap-Fan, weißt du, was ich meine? Deswegen kann es nie richtig durch sein, weil ich sowas immer noch feiere. Nur weil ich es nicht mache, heißt es nicht, dass ich nicht feiere. Ja. Auf der anderen Seite so. Deswegen, ich glaube, das wird nie vorbei sein. Es wird immer so was brauchen und was geben. Du hast auch viel passiert auf deinem Album. Das ist für mich ein Track, den finde ich auch sehr nice. Der hat so richtig so Urlaubs-Vibe, finde ich irgendwie. Ja, den schmeißt du an und träumst dich mal kurz auf jeden Fall woanders hin, wenn du den so auf der Arbeit hörst irgendwie. Mich würde voll interessieren, wo hast du den geschrieben?
dass du diesen Vibe so bekommen hast? In Bietigheim. Echt? Ja? Ich schwöre, Bietigheim ist die City, Alter. Bei mir im Studio, ja. Ich habe meine Gitarre ausgepackt und ein paar sommerliche Vibes gecatcht. Was ist für dich die Story hinter dem Track? So eine richtige, um ganz ehrlich zu sein jetzt mit dir, so eine richtige Story dahinter gibt es gar nicht wirklich. Das war ein Track, der mehr aus dem Vibe entstanden ist. Mhm. Und der dann einfach ein Feeling beschreibt, was sehr offen ist und viel Interpretationsspielraum bietet, sodass man sich als Hörer da einfach reinsetzen kann, wie in so einen Sessel und mal schön wegchillen kann. Ja, und seine eigenen Filme auch im Kopf dann dazu machen kann. Ja, Mann. Wie ist das denn für dich, wenn du, weil wie gesagt, für mich ist der Track irgendwie so voll Urlaubsfeeling, irgendwie runterkommen, so gute Zeit haben. Wie ist denn für dich, wenn du Urlaub machst, kommst du gedanklich von der Mucke dann auch mal weg, 2-3 Wochen oder bist du irgendwie... 2-3 Wochen auf keinen Fall. Wie lange schaffst du? Was ist das Maximum? Ja, ich glaube, so ganz weg kommt man gar nicht und so abschalten, richtig abschalten, 5 Tage, 6 Tage, 7 Tage geht. Und dann kommen schon wieder Würmer im Arsch. Dann kommt das Kribbeln schon wieder, dann muss wieder losgehen. Ja, ja. Hau raus, was geht dieses Jahr noch bei dir? Also was steht an? Tour steht an. Die Tour steht an, genau. Am 8. September kommt das Album und am 8. Oktober, glaube ich, startet die Tour. Das wird auf jeden Fall sehr speziell. Ich war so lange nicht auf Tour, ich habe so Bock und stecke gerade so viel Arbeit in diese ganze Planung und in dieses ganze Projekt. Und ich habe richtig Bock, das wird unfassbar. Das bedeutet, worauf können die Fans sich freuen? Kommt vielleicht auch paar Rap-Kollegen irgendwo rum oder so? Es kommen Rap-Kollegen, es kommen Musiker, es kommen Elefanten, Tiger. Alles, stark. Konfetti, Tänzerinnen. So richtig naja, Adventure-Paket. Es kommt auf jeden Fall auch eine ziemlich krasse Bandbreite an Musik, weil ich eben nicht nur das neue Album spiele, sondern von 2017 bis 2023 so ziemlich alles. Es wird auch die längste Show, die ich je gemacht habe. Die aufwendigste vom musikalischen Aspekt her auf jeden Fall. Deswegen, ja, es wird ziemlich geil. Nice. Was ist so der Track aus all den Jahren, wenn du den live performst, wo die Leute am meisten ausrasten? Wow, das ist tatsächlich voll unterschiedlich von Crowd zu Crowd. Ja, ja. Ich meine, am bekanntesten ist natürlich nach wie vor, was du Liebe nennst. Ne? Den spiele ich auch immer noch gerne. Aber ich glaube, so am meisten abgehen tun die Leute immer noch bei so älteren Songs. So Baron, Casanova, sehr beliebt. Ja, so diese All-Time-Classics. Wenn du live auftrittst, wenn du jetzt auch so an die Tour denkst, bist du dann überhaupt noch aufgeregt nach all den Jahren? Ja, schon. Also jetzt gerade bei so einer neuen Produktion, wo viele neue Sachen passieren, wo viele neue Leute dabei sind auch, ist natürlich immer mit Risiko verbunden und man macht sich sehr viel Kopf vorher, dass alles glatt läuft. Was auch wichtig ist, ne? Wenn es mir scheißegal wäre, dann wäre wahrscheinlich auch zu entspannt. Wäre die Show auch scheiße wahrscheinlich. Deswegen so eine gewisse Aufregung gehört da nach wie vor dazu. Hast du so ein Erlebnis von Live-Shows, was dir im Kopf geblieben ist, was so das schönste Erlebnis für dich war? Hast du sowas? Tja, das sind immer so Fragen, ne? Das schönste Erlebnis aller Zeiten. Gibt es wahrscheinlich super viele, die einfach schön waren. Es gibt so viele. Ich würde jetzt auch keine einzelne benennen können. Dafür gibt es wirklich zu viele mit so vielen verschiedenen Leuten an so vielen verschiedenen Orten. Das Krasse ist, dass jede Show, egal ob es eine kleine Clubshow ist oder ein Riesenfestival oder ein Konzert, dass es bei jeder Show Momente gibt, die außergewöhnlich sind. Und jeder der oft auf Konzerte geht, der weiß das auch so. Es gibt immer irgendeinen Moment, den man catcht. Und das ist auch für jeden anders. Safe. Ich finde grundsätzlich irgendwo live dabei sein ist einfach sowieso immer was anderes. Ja. Also sollte man einfach, sollte man einfach machen, Punkt. Was ist denn für dich so zum Abschluss nochmal, so für 2023, was hast du dir als Ziel genommen zu Ende des Jahres? Gibt es da irgendwas? Ich werde sehr stark an meiner DJ-Karriere jetzt arbeiten. Nice. Weil ich habe am 1.1. meinen ersten Gig. Nice. Oh, wild. Ja, 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 ja. Deswegen, ich habe noch einiges zu tun dieses Jahr. Nice. Ey, ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Danke fürs Vorbeikommen. Und ganz viel Erfolg beim Album. Dankeschön.